Jo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal 4 Leute mit. Thema heute, verschiedene Kameraperspektiven oder Positionen, die ich für Vlogs verwenden könnte. Das ist jetzt die Standardversion. Ich ändere gleich nochmal den Weitwinkel, dann können wir das auch mal angucken, wie das halt aussieht fürs Video. Und dann könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren mitentscheiden, auf welche Perspektive ihr Bock habt. Ob diese jetzt, die ich jetzt habe, die für euch am besten ist, oder ob ihr sagt, nee, mach mal weiter weg, dass man ein bisschen mehr vom Moped sieht, aber halt auch genug von der Straße. Oder nochmal eine ganz andere, ich habe noch meinen Bodygurt dabei, dass man den halt mal dran macht und dann guckt, wie das halt aussieht. Wir quatschen jetzt auch nochmal ein bisschen, natürlich update-mäßig auch über den Kupplungsdeckel, was da so Neues gibt. Der bleibt weiterhin dicht. Können gleich gerne mal zusammen gucken. Oh, ist das schön. So Bombenwetter einfach. 30 Grad. Man schwitzt wieder richtig in der Lederhose. Also ich könnte mir ehrlich gesagt nichts Besseres vorstellen jetzt gerade. Also das Wetter ist so nice. Scheiß drauf, wie warm es ist. Love it. Ich hatte in meiner Story wegen dem SC Project. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass der SC Project, ich glaube SR1 Konik heißt der, das ist der kleine oder dünnere von den beiden SCs, dass der wesentlich geiler klingt und einfach auch wesentlich günstiger nochmal ist, als der, den ich jetzt habe, den SR1. Ich finde den SR1 optisch wesentlich schöner, aber der klingt mit dem B-Killer nicht so geil wie dieser SR1 Konik, der kleine. Ich habe das halt live gehört und ich war echt erstaunt. Ich musste auch sogar den bzw. die Kundin fragen, ob sie halt auch das Mapping drauf hat, weil es einfach so krass klang. Und ich dachte so, das kann ja nicht sein. Der kostet 890 Euro, der ist günstiger und lauter. Warum? Aber deswegen, ich bin aktuell ein bisschen am Überlegen, mal gucken, ob ich da irgendwas dribbeln kann, dass wir den auch irgendwie unter das Moped hier bekommen und dann können wir mal gucken, können wir mal direkt Vergleich machen. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, auch in den Kommentaren, wer von euch halt den großen hat, wie ich ihn jetzt habe, oder halt diesen Konik, diesen kleinen. Ich habe jetzt schon von einem Zuschauer gehört, der hat den auch drunter, beziehungsweise er hat sich den bestellt und er sagte, er war sich jetzt selber nicht so sicher, ob das jetzt die bessere Idee war oder die schlechtere. Was ich ein bisschen random finde, ist, es gibt ja beide in Titan und Kohlefaser, haben die Titananlagen anscheinend diese Carbonkappe nicht auf der Krümmung des Auspuffs. Der Titan von dem Konik hat zum Beispiel nur halt nichts da. Das finde ich ein bisschen random, weil ich finde es mit der Kappe wesentlich schöner, weil ich finde den Konik auch optisch jetzt nicht ganz so schön. Aber für den Sound wäre es mir dann in dem Fall echt egal, wenn man dann nicht, so wie ich jetzt gerade wieder, ohne die B-Killer fahren muss. Oder möchte, sag ich mal so, muss ich ja nicht. Den gibt es halt auch in Kohlefaser und der hat auch die Kappe. Deswegen, da war ich mir nicht sicher, als ich den gesehen habe, weil ich habe den in Titan gesehen. Und ich fand den jetzt nicht so nice. Von der Optik her. Aber in Kohlefaser sieht er schon wieder ganz cool aus. Und dann mit der Kappe da auf dieser Krümmung ist schon ziemlich nice. So, wir tauschen mal eben die Kameraperspektive. Schauen wir mal. So. Da sind wir dann auch wieder. Jetzt mal mit dem Superview, also noch mal ein ganz Stück weiter draußen. Und jetzt gucken wir uns mal hier eben den schönen Kupplungsdeckel an. Es ist nichts undicht. Thema Passgenauigkeit übrigens, der ist nicht 100%. Also ihr könnt es leicht so hin und her schieben. Wie ihr hier seht, ich weiß nicht, ich gehe mal näher ran. Hier, da haben wir so eine Kante. Also man kann den noch perfekter draufsetzen, als ich es jetzt wieder mal meistermäßig gemacht habe, aber der wird nie 100% genau passen wie der Originaldeckel. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, weil man sieht es halt absolut gar nicht. Also kaum. Ja, wie gesagt, SC. Nochmal zurück. Ne? Hier auf dieser Krümmung hat der Titan halt hier keine Kappe drauf und der Kohlefaser schon bei dem Konik. Und der Konik ist halt ganze Ecke kleiner und schmäler, aber der klingt Bombe, also wirklich richtig krass. Wir waren sehr geflasht, als wir das gehört haben. Ja, das Loch kann man auch beim Konik hinkriegen, ne? Nein. Nein. Ah, ja, genau. Da habe ich auch eine Idee. Eine komplette neue Armatur für einen Kupplungshebel habe ich gefunden. Da werden wir auch nochmal reinschauen. What? Also manchmal hat die echt ein paar Fails, Alter. Faszinierend auf jeden Fall. Let's go. Ich bin mal gespannt, wie das auf dem Superview aussieht.
Aber immer sehr gespannt, was ihr sagt. Thema Kommentare. Das wollte ich jetzt mal nur so nebenbei sagen. Wenn ihr was zu bemängeln habt oder was Negatives zu sagen habt oder irgendwas ist, was nicht stimmt oder generell, ne, könnt ihr das auch in den Kommentaren da lassen. Also Kritik. Bitte konstruktive Kritik, keine Beleidigung oder sowas. Versteht sich, denke ich mal, von selbst, weil da hat keiner was von. Ich hatte jetzt schon hier und da mal, ich sag mal, Kritikkommentare, die aber sehr vernünftig formuliert waren, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn ihr manche Sachen nicht mögt oder vielleicht mich auch nicht mögt, so total legitim, ne? Dann könnt ihr das sagen, aber halt vernünftig. Wie immer, lasst Kommentare da, haut raus, was ihr raushauen wollt. Fragen, ich habe jetzt wieder sehr viele, auch auf Instagram haben mir sehr viele geschrieben, ob sie mir Fragen stellen dürfen. Natürlich dürft ihr mir auf Instagram Fragen stellen, dafür ist das da. Folgt mir, wenn ihr möchtet, dann kriegt ihr auch mal so random Live-Updates, sag ich mal, was jetzt auf YouTube nicht so aktuell machbar ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall da. Was mir mittlerweile auffällt beim Quickshifter Blipper, was auch bei anderen BMW-Modellen ist, wenn man so, sag ich mal, durchlädt und den Quickshifter benutzt, dann hört man immer, wie der richtig in den Luftfilterkasten feuert. War mir jetzt am Anfang, dachte, war ich eher skeptisch, dachte so, hö? Aber das ist normal, das machen die anderen auch. Also wenn man so richtig von wenig Last auf Volllast und dann lädt, durchlädt im höheren Drehzahlbereich, dann knallt ja in den Luftfilterkasten. Also wir werden mal bei der 30.000er, das ist ja jetzt nicht mehr so weit, werde ich mal in den Luftfilter gucken und dann schauen wir mal, wie sich das auswirkt, gerade auch durch das Mapping vielleicht. Ob da auch noch mal was anders ist. Generell im Winter, also ich denke mal 30.000er, ne, die 4.000 Kilometer, da werde ich schon hinkriegen noch bis zum Winter. ich denke mal, im Winter wird sowieso sehr geil werden, weil ich da die komplette Lackierung des Fahrzeuges, wie auch noch die letzten Pulversachen machen werde. Gegebenenfalls, auch wenn ich zeitlich dazu komme, die komplette Federung des Motorrads halt ändern werde, also das Fahrwerk auf Wilbers. Und deswegen wird das auf jeden Fall noch spannend werden, was da noch alles kommt. Vielleicht kommt ja dann auch schon der andere Auspuff. Ich hoffe, ich komme noch zum Probefahren von ein paar anderen Motorrädern, so was so generell noch als Konkurrenz zu F900 steht oder halt was mich einfach auch interessiert, was ich mal gerne fahren würde. Ich habe jetzt auch gesehen, M1000XR, oh guck mal, Doppel-R, M1000XR war jetzt irgendwie, finde ich, ziemlich läsch, die Präsentation, meiner Meinung nach, weil das halt einfach der M-Motor mit 210 PS auf einer normalen XR, also in einer normalen XR und äußerlich, ja komm, wir machen da eben Wings dran und M. Arbeitskollege von mir hat gesagt, guck mal, M ist jetzt das neue Triple Black. Also finde ich schon, wisst ihr, die M1000R ist jetzt auch schon nicht so optisch differenziert zu der normalen S1000R. Ich finde, sie haben es als das einzige Modell, was ich echt für meinen Gedanken als M schimpfen darf, ist die M1000RR, die neue. Weil da wirklich, ich sag mal, designmäßig und auch einfach aerodynamisch einfach, das ist ja nochmal ein ganz anderes Motorrad. Und bei den anderen ist halt von mir, also von meinem Gefühl her aus, einfach so, ja komm, wir machen da ein M vor, ballern da ein bisschen mehr PS rein und ja, das war's, ne? Ja, zahl mal bitte 10.000 Euro mehr. Nicht ganz so viel, aber so ähnlich. Und ein bisschen Carbon dran, ja, fertig. Also ich bin jetzt von den M-Modellen bis jetzt nicht sonderlich begeistert, muss ich sagen. Also hätte ich echt mehr erwartet. Also M1000XR, ich bin generell nicht so der XR-Fan, gerade von der neuen, nicht die alte. Die war noch ziemlich cool für einen Sporttourer, aber ich finde die neue, bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Finde ich jetzt nicht so der Burner. Aber naja, ist ja auch nur persönliche Präferenz. Ja, dann switchen wir jetzt gleich nochmal die Cam-Position. Was ich auch noch sagen wollte, was ich jetzt letztens wieder gesehen habe, was mich sehr, sehr frustriert, das ist halt aber immer so, wenn ich meine Wheelies sehe von außen, ich muss sagen, es ist krass. Achtung. Es ist krass. Muss ich schon fast sagen, ich bin sehr
frustriert. Also meine Wheelies sind, es kommt mir immer so krass vor, aber es ist nicht krass. Es ist wirklich nicht krass. Aber ist schon geil, Alter. Also der Bodygurt, das hat schon was. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Sheesh. Nice. Neue Perspektive. Wieder mit dem Superview jetzt. Wir machen gleich noch ohne Superview. Weil, wie gesagt, können wir einfach mal zusammen testen. Ich glaube, das ist ganz interessant auch für euch, was es da so für Möglichkeiten gibt und was euch da am besten gefällt. Ich hatte einen sehr netten Kommentar bekommen, beziehungsweise mit einem Reel auf Insta, wo gesagt worden ist, wegen den Neuzulassungen der verschiedensten Modelle, BMW belegt einfach Platz 5, Platz 3 und Platz 1. 1 ist halt, ja, GS, ne? Was soll man dazu sagen? Und Platz 3 ist einfach die F900R. Und ich fand es sehr, sehr nett. Freut mich auch immer, sowas zu hören, wenn ich überhaupt, generell, wenn ihr mir schreibt, dass ihr meine Videos gut findet oder halt auch euch wegen meinen Videos zur F900R entschieden habt. Und er meinte halt, dass ich halt mitverantwortlich dafür bin, dass die F900R häufiger verkauft worden ist. Hier nochmal danke dafür. Mich freut das echt immer, sowas zu hören. Generell, euer Feedback ist meistens immer sehr, sehr positiv und es freut mich auch wirklich immer sehr, wenn man sich dann so einfach austauscht. Und jetzt hatte ich auch wieder jemanden, der mich auf den Cobra-Auspuff aufmerksam gemacht hat. Da müsste ich mich jetzt auch mal reinlesen, was Cobra da so macht, weil ist ja immer Zeit und auch immer Platz für so ein paar neue Sichten und eventuell neue Bauteile. Man kann sich einfach alles angucken und das kriege ich halt durch euch, wenn ihr mir schreibt und mir auch sagt, was bei euch so dran ist und was ihr so verbaut habt. Hilft mir das natürlich auch, weil dafür kriege ich natürlich noch mehr ein Gefühl von, okay, das und das gibt es, das und das kann man kaufen. Das ist schon ziemlich nice. Thema RS2E Mapping übrigens. Ich denke mal, wenn ich Glück habe, komme ich demnächst vielleicht, das muss ich die Person natürlich noch fragen, in den Genuss, eine GS mit einem RS2E Mapping zu fahren. Ich wäre sehr gespannt darauf, wenn das wirklich was wird, wie krass sich das anfühlt. Also wir haben schon mal eine GS gehabt. Arbeitskollege von mir ist die gefahren, die hatte auch ein Mapping. Und er war sehr begeistert, weil RS2E macht halt einfach, wie oft ich das jetzt auch so sage, einfach einen geilen Job. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da so geht. So, wir suchen uns mal einen Spot, dann können wir nochmal switchen. Au. So, einmal den Superview raus und den normalen Weitwinkel einfach wieder drin. Boah, das auch wieder jetzt gerade so unter diesen ganz grünen Bäumen zu fahren. Scheiß die Wand an, ist das nice. Das ist dieses Sommergrün einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt wie ich, aber ich finde es so nice, wenn es so richtig warm ist. Überall ist richtig grün. Du hast so den Schatten von den Bäumen mit dabei. Also alles in allem knallt einfach alles so rein. Ich liebe den Sommer einfach so krass. Es bockt einfach hart. Es macht die Laune auch einfach viel, viel besser. Es scheint Sonne und direkt gute Laune. Viel mehr Energie. Einfach nice. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst Kommentare da. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, Leute. Tschüss.